besonders beliebt. Hoffen Sie nicht auf den Walzerklang oder auf Herzen aus Gold. Man hat sich davon schon Gott sei Dank einigermaßen erholt. Untertags ist sie schön fotogen, wie man weiß. In der Nacht wird sie heiß und verschlingt jedes Ei. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie kennen Tel Aviv besonders intensiv. Sie träumen von Paris, von Moskau träumt man ohne dies. Doch haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Achten sie nicht auf das Riesenrad, so etwas lenkt sie nur ab. Wie es sich oft schon bewiesen hat, wird ihre Zeit viel zu knapp. Ist ein Schrei, sie ist high und modern. Alle lieben den Duft, alle haben sie gern. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie lieben Mexiko, wie Rom und Tokio. Sie machten in Peru und Tage lang kein Auge zu. Doch haben sie die schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche noch immer beliebt. Fragen sie nicht nach dem Stephansdom, wann und warum er gebaut. Suchen sie nicht nach dem Donaustrom, den hat man sicher verstaut. Diese Stadt wird nicht satt, sie verlangt. Es dahin, alle mögen sie sehr. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie fuhren durch die Welt, sogar nach Fürstenfeld. Sie haben gern bereist, was aber noch gar nichts heißt. Denn haben sie wie schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Haben sie wie schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?